Organisator, wieso machst du plötzlich auf Arschloch? Sagst mir was für starke Gegner und dann schickst du mir so einen Zahnstocher. Mann, der kommt angekrochen. Hätte noch 16 Bars mit Hund. Weil er sich sonst an meinem Redefluss verschluckt. Du willst jetzt battle, das finde ich irgendwie herzig. Du hast sicher gedacht, dass das ganze Turnier doch nur ein Scherz ist. VBT, Witz, komm, dann machen wir auch mal mit. Hätte doch sicher geile Chancen, er als Clown und du als Strich. Aber leider geht's um real Rap, ihr Faker werdet hart beschossen. Ihr zwei arme Opfer sind der Schand für alle Artgenossen. Hart am Posen, mit der Stimme wie frisch aus dem Kinski Duss. Alles, was mir vor deiner Runde geblieben ist, Tinnitus. Glieb ich Duss, wenn ich Rap verkörper. Deine Tracks fällt dir die Stufe vom Leben wie am Veggie Burger. Du schädigst deine Hörer, denn wenn irgendwer den Schrott fährt, dann war das Spiel, wo du bei jedem Flow fällt einen Schrott trinkst. Du Rock, Wille, City Kid, bist stockstief in deine Clips und sind mit Chase sowieso mit Techno, Pop und Minimal. True, wenn der Entry ist brav, kusch, mach ich klar, warte nur, mach ihn ne ganz fusch. Wenn der Entry der Schwanz löscht, lass ich ihn ins Viertelfinal als Mini-Gast hoch. True, wenn der Entry jetzt brav, kusch, lass ich klar, warte nur, mach ihn ne ganz fusch. Und wenn der Entry der Schwanz löscht, lass ich ihn ins Viertelfinal als Mini-Gast hoch. Yeah. Media Shop. Wer kennt das Gefühl nicht? Du willst battlen, du willst irgendeinen aufs Derbste zerficken und weit und breit ist einfach kein Opfer am Start. Easy. Leute, bestell dir deinen eigenen Andrew. Deinen eigenen Andrew. Deinen eigenen Andrew. Deinen eigenen Andrew.